Hallo und herzlich willkommen zur 71. Folge von Forza Horizon 4 und auch damit zur ersten Aufnahme im neuen Jahr in 2019. Also eigentlich noch einmal nachträglich einen guten Rutsch ins neue Jahr, falls wir uns noch nicht gesehen oder gehört haben, wie auch immer. Und dieses Jahr beginnt mit einem richtigen Kracher, und zwar die 2019er Chevrolet Corvette C7 ZR1. Das stärkste Modell der C7 Generation und auch an sich die stärkste Corvette, die es bisher gab. Mit Abstand stärkste. Ich meine, die Z06, die war schon übel. Aber hier ist noch mal einiges draufgelegt worden. Erstmal ein neuer Motor, der LT5-Motor dieses Mal. Nicht wieder da wie bei der Z06 der LT4-Motor. Dann haben wir hier statt nur rund 660 PS, haben wir diesmal 765 PS. Und ein Drehmoment von rund 970 Newtonmeter. Also 1000 sind vielleicht sogar auch möglich, aber halt nur 970 Newtonmeter. Ist schon ein bisschen wenig, ne? Das Ganze natürlich nur auf die Hinterachse. Wahlweise mit 7-Gang-Handschaltung oder wie hier im Spiel 8-Gang-Automatik, was ich auch sehr geil finde. Und ja, ich denke mal, optisch sieht man auch, dass es nicht eine normale Corvette ist. Natürlich ist er schon ordentlich breiter. Krass Aerodynamik hier. Natürlich. Alter. Wie böse das Teil einfach mal guckt. Heftig. Dieses Aerodynamik-Kit, ne? Auch Seitenschweller natürlich unten. Denn ja, der Spoiler, der denke ich mal nicht zu übersehen ist. Ja, natürlich sehr minimalistisch gehalten. Und sonst, und natürlich, es ist eine Corvette. Das darf da nicht fehlen. Wir können natürlich auch oben ohne fahren und das Dach abmachen. Welche Corvette natürlich ein Mitdach deutlich geiler finde. Ohne Dach kann man vielleicht mal machen, aber vielleicht im Sommer, aber sonst glaube ich, ist das. Nee, ich mache die Corvette definitiv mit Dach lieber. Ja, wir sind ja schon quasi fast S1 serienmäßig voll. Da fehlt nicht viel. Wir werden gleich noch sicherlich S2 werden. Und ich kann schon mal sagen, Leistung werde ich nicht mehr reinmachen, weil wir brauchen nicht noch mehr. Wir könnten aber wechseln zu einem 6,5 Liter V12 von Lamborghini, einem Racing V12 von Ferrari und dem Racing V8 von... Oh, gute Frage. Weiß ich gerade nicht. Wir könnten auf Allrad umbauen. Oder direkt 10er Beschleunigung. Ja, 2,9 Sekunden auf 60 Meilen, also fast 100 km/h. 4,9 Sekunden auf 100 Meilen. Kann man machen. Jetzt immerhin 3 Sekunden auf 60 Meilen, das passt auch mit den echten Daten. Und 6,1 Sekunden auf 100 Meilen. Top Speed über 3,40. Trotz der Riesentheke. Also die wirklich... Das ist mal eine richtige Theke. Twin Turbo würde auch noch gehen, statt Kompressor. Und ja, dann würden wir noch mehr eskalieren, aber das reicht. Mehr muss jetzt wirklich nicht sein. So, wir könnten sogar noch ein Forza-Spoiler drauf tun. Der nicht schlecht aussieht. Aber mache ich nicht. Und Spoiler. Ja. Ohne, ne. Quelle braucht schon Spoiler. Der würde optisch gehen, aber ich meine, warum soll ich das hier haben, wenn ich das hier haben kann? Nehme ich lieber sowas Geiles. Was eine Theke, ey. Das ist mal ein Spotter nach meinem Geschmack. In der richtigen Größe. So. Okay, wir haben serienmäßig schon Rennreifen verbaut. Das ist schon mal sehr gut. Das bleibt auch so. Ja, Corvette hat er bekanntlich sehr schmale Reifen. Vorne 265er. Ist echt gar nicht mal so breit. Verhältnismäßig. Könnten vorne auf 325er gehen. Ach du Scheiße. Fuck off. Töten ja serienmäßig 335er. Hat die Z06, glaube ich, auch serienmäßig. Die Reifenbreite. Ist natürlich sehr schmal, deswegen wir brauchen mehr. 355er auf der Hinterachse. Läuft. So, die Felgen finde ich an sich sehen geil aus. Da kommen auch noch andere rauf. Erstmal Spurverbreiterung. Hat der Wagen, wie man sieht, bitter nötig. Ah. Das gefällt mir schon besser. Und hier auch, da ist noch Platz. Sehr gut. So, hinten haben wir 20 Zoll. Nein, das wollte ich nicht. Und vorne serienmäßig. Genau, 19. Da können wir eigentlich auch mal 20 machen. Ich meine, warum nicht? Ich würde vielleicht sogar 21 hinten rauf machen. Wenn es gehen würde, aber leider nicht. Aber ich denke, das ist so schon in Ordnung.
Ja, auch noch mächtig, Alter. Mächtig, mächtig. Also von der Optik einfach nur brutal. Da sind wir uns, denke ich mal, ziemlich einig, dass der Wagen wirklich brutal aussieht. Ich meine, nicht brutal schön, er sieht an sich brutal böse aus. Was Schönes muss jeder selber wissen, aber ich denke, dass er böse aussieht, das kann, denke ich mal, so gut wie jeder bestätigen. Ich glaube, hier sind. Da sind auch viele Felgen viel schwerer als die Serienfelgen. Okay, die sind leichter. Ich glaube, die Serienfelgen sind wirklich nicht schwer. Ich find das Gewicht des Wagens ist auch in Ordnung, weil das ist akzeptabel. 1,6 Tonnen. Ist kein Leichtgewicht. Aber gibt auch Schlimmeres. Und Gewicht muss ja auch nicht unbedingt was heißen. Weil, ne, ein Nissan GT-R wiegt auch über 1,8 Tonnen. Oder um die 1,8 Tonnen. Und der ist trotzdem verdammt schnell. Und die wären geil. Die nehme ich auch mal direkt. Schön dicke Felgen. So ist das. Auch ja, eine sehr kleine Bremsanlage. Die sehr ganz kleine Bremsscheiben. Auch hinten ziemlich groß. Boah. Oh, geht hoffentlich noch tiefer. Oh yes. Das ist natürlich Busmodus. Oder? Oh. Ah, viel Platz ist da nicht mehr. Ja gut, hinten, da würde echt noch ein bisschen was gehen. Aber vorne, boah, ist schon fett. So. Sind aber gut 1,6 Tonnen. Das ist schon mal ganz in Ordnung. Ich weiß gar nicht, ob ich überhaupt leichter gehen möchte. Vor allem nicht, das ist. Ich will jetzt auch nicht zu viel Wissen haben. Gut, Käfig. Würde zum Wagen passen, aber ich finde halt vorne diese Strebe bei der A-Säule. Das sieht halt optisch nicht geil aus. Ja. Wenn man den Käfig lackieren könnte, dann wäre es eine andere Sache. Dann würde ich ihn vielleicht reinmachen. Aber so, nö. Aber, ups. Ich glaube, die erste Stufe machen wir sogar. Deswegen wir nur noch 1,5 Tonnen. Was schon, das Gewicht ist gut. Nochmal 2 Kilo weniger. Also nicht mal in Ordnung für den Wagen. Aber ich will nicht komplett leicht machen. Das Ende, denke ich mal, nicht gut. Weniger Gewicht ist generell erstmal gut, aber irgendwann ist auch eine Grenze erreicht, wo es dann einfach zu wenig Gewicht wird. Okay. Geht er noch tiefer? Oh, yes. Wenn wir nicht ganz so viel Stoß haben, dass es auch ein bisschen besser aussieht. Ach, 8 Gänge finde ich fabelhaft. Wobei, mir sind manchmal sogar 8 Gänge sogar zu wenig. Ich hätte sogar gerne mehr Autos mit 9 oder gar 10 Gängen. Und so rein theoretisch könnte man ja auch die nächste Corvette mit 10 Gängen ausstatten. Denn es gibt ja schon im aktuellen Camaro ein 10-Gang-Getriebe. Zwar optional, aber es gibt es. Und das wäre vielleicht auch mal ganz nett. Ein ZR1 mit 10 Gängen. Ich meine, im Spiel gibt es, soweit ich weiß, zwei Autos mit 10 Gängen und eins mit 9 Gängen. Mit 9 Gängen, das wäre der Acura oder Honda NSX, der neue. Und mit 10 Gängen haben wir einmal den Ford F-150 Raptor, den serienmäßig 10-Gang-Getriebe und der Volvo Iron Knight. Oder halt entsprechende Umbauten. Weiß ich, den Unimog mit dem Volvo-Motor oder so. Vielleicht noch der Mercedes hier Racing Truck, dieser Tankpool irgendwas, der vielleicht noch, das weiß ich nicht. Den bin ich noch nicht gefahren. Aber sonst
Wüsste ich jetzt gerade nicht, was es hier noch so gibt. Ich meine, 8 Gänge haben hier schon relativ viele Autos. Könnten vielleicht sogar noch ein paar mehr sein. Oder man lässt einfach die Leute da auswählen. Das wäre natürlich richtig geil, wenn man das sich das aussuchen könnte, welches Getriebe man haben möchte. Auch bei dem Auto, ich würde die Automatik nehmen. Ganz klar. Da brauche ich gar nicht groß überlegen. Einfach Automatik. Ich habe bei dem Ding handgeschaltet. Ob es so geil ist, ich weiß ja nicht. Sag ich viel, ah, hier, männlich und alles und schalten und. Was hat das mit Männlichkeit zu tun? Das ist absoluter Bullshit. Ich finde Automatik bei so einem Auto voll in Ordnung. So, farbentechnisch, ich bin ja an sich ein großer Fan der Corvette C7 in Gelb. Vor allem bei der Z06. Da geht Gelb eigentlich immer, da kann man nichts mit falsch machen. So, wir haben hier so ein, ja, Rot-Orange. Sehr sexy. Dann mehr Rotanteil. Ist auch ein dunkleres Rot. Dann ein Gelb, das ist aber nicht das Standardgelb von der Z06. Das ist ein anderes Gelb hier. Das geht so mehr in die Orange-Richtung. Blau, dann Schwarz, ho, 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 ho. Oh, ho, ho, ho. Ja, sieht brutal aus. Ja. Boah, meine Güte, meine Güte. Ich kann mal gucken, wie ein Gelbton aussieht. Natürlich an sich sowas hier mit, wenn jetzt ein ganz Schwarz machen oder wie so ein Carbon. Natürlich wäre extrem badass. Gelb. Ja, würde definitiv passen. Orange, ja. Rot ist halt. Blau sieht auch sehr gut aus. Der Wagen passt wirklich rot sehr gut. Muss ich einfach mal so sagen. Natürlich bleibt dann die Frage, welcher Rotton? Ist dann jetzt dunkler? Oder mal eine Serienfarbe nehmen. Die sehen ja auch echt gut aus, muss ich mal sagen. Ganz schwarz. Meine Fresse. Also ich will es nicht ganz schwarz haben. Das auf jeden Fall nicht. Irgendwie ein Rotton. Wir nehmen mal die Serienfarbe. So, Felgen. Okay, AB Farbgruppe 1. Ja gut, und Inside, also können wir eigentlich gleich alles machen. Und die nehmen wir einfach mal. Wenn schon, denn schon hier, ne? Spiegel könnten wir theoretisch auch. Carbon machen, ich meine, warum nicht? Passt auch zu dem Wagen. Man sieht hier, ne, dass noch ein bisschen mehr aus Carbon gebaut. Natürlich Dach auch sehr leicht. Die Karosserie sowieso, soweit ich weiß, ist das ja auch keine normale Metallkarosserie, das ist halt irgendwie so ein Kunststoffzeug, irgendwas Plastikmäßiges, was Leichtes auf jeden Fall. Also, wenn du da einen Magnet dran hältst an die Karosserie, der fällt wieder runter, nichts Metall. Glaube ich zumindest. Ja, dann gehen wir einfach mal auf die Straße damit. Mit diesem brutalen Teil.
ist das gute Stück. Boah, das Rote, Alter. Sehr geil. Bremssattel in Gelb finde ich super. Aber ganz schön eine riesige Bremse. Meine Güte. Das ist eine amtliche Scheibe da vorne. Ey, nicht mir die Show stehlen, ja? Spoiler, ey. Das ist mal, in anständiger Größe. So muss das sein. Nicht hier so, oh, so ein Mini-Ausfahrer-Spoiler. Das ist ein Spoiler, Leute. Leute, bei einem GT3, das sind Spoiler. So. Mal ein bisschen Gas geben hier. Ja, das waren schon 190 fast. Oh ja, man merkt, Leistung. Auch noch natürlich auch Drehmoment. Wenn wieder Wagen. So. Gut 1000 Umdrehungen, 30 km/h. Wie schnell der Wagen hochbeschleunigt. Deswegen auch Kompressor. Mit dem kann man sowas machen. Der hat untenrum sehr viel Leistung und Drehmoment. Da geht es schon sehr früh los. Dann Turbo eher im oberen Bereich. Oder macht es wie einige Stellen, macht einfach beides. Macht Kompressor und Turbolader. Ist theoretisch eigentlich ziemlich klug. Für niedrige Drehzahlen Kompressor, für die oberen Drehzahlen Turbo. Aber ja, nicht so einfach umzusetzen. Natürlich soundtechnisch wie gewohnt geil. Ist halt eine komplett mit einem dicken V8 Motor. Nichts hier mit Downsizing. Noch nicht zumindest. Bei der C8 vielleicht, wer weiß. Bei C7 weiterhin ein dicker, fetter V8-Motor mit Kompressor. Besser kann man es kaum machen. Ist halt Leistung und Drehmoment ohne Ende. Fast 1000 Newtonmeter für die Hinterachse. Ah, ja. Das ist nicht gerade witzig. So, was wir mal probieren könnten. Ich habe jetzt über die Weihnachtstage mal ein paar Strecken erstellt. Da könnten wir ja mal einige davon fahren. Oder schon vorher noch ein paar Strecken erstellt. Welche ihr noch gar nicht kennt. Da einfach mal so fahren. Auf jeden Fall habe ich hier eine gemacht, das weiß ich. Habe ich vielleicht sogar zwei gemacht. Sound ist echt geil. Versuche nochmal einen halbwegs guten Start hinzulegen. Das geht erstaunlich gut, wenn man es richtig macht. Es geht wirklich sehr gut. Aber der Driver da überall. Innenraum sieht erstmal ziemlich nach normaler Corvette aus. Natürlich ein bisschen andere Farbe, die ganzen Nägel ein bisschen anders. Ich denke mal relativ ähnlich zur Z06. Was natürlich ins Auge fällt, was man da in der Mitte sieht, halt, dass da der Kompressor drauf ist. Der braucht Platz. Das ist auch nicht gerade ein kleiner Kompressor, also wo muss die Leistung auch herkommen? Ich meine, der Wagen bräuchte für die Leistung theoretisch nicht mal einen Kompressor. Man kann auch aus 6,2 Litern diese Leistung rausholen. Das geht. Aber Kompressor, ich meine, kann man natürlich auch machen. Links abbiegen. Okay, das ist nicht. Man müsste es theoretisch nicht. Aber wenn man kann, ne, dann kann man es. Links abbiegen. Route wird neu berechnet. So. Was war denn da Schönes? Absolut keine Ahnung.
sein Ziel erreicht. Wunderbar. Ja, einen Ritt schaffen wir auf jeden Fall noch. Na sicher. So, ich erstelle mal was. Ah. Dann überschreibe ich einfach mal hier. Ich meine, hier habe ich zwei Varianten gemacht. Also erstmal, das Auto ist in der Track-Toy-Kategorie angesiedelt. Der normale Z06 müsste in der Modern-Muscle-Kategorie sein. So, Track-Toys. Stark besetzte Kategorie auf jeden Fall. Da sind nicht gerade harmlose Gegner. Aber wenn die Strecke fahren, die ist natürlich viel zu langweilig. Genau, hier hatte ich zwei Streckenvarianten. Die habe ich, glaube ich, sogar... Habe ich die gestern gemacht? Oder vorgestern? Hat auf jeden Fall wirklich, glaube ich, zum Jahreswechsel habe ich die gemacht. So, am 31. oder so, 30. oder am 1. Ich weiß gar nicht mehr genau. Und die ist aber schon ein bisschen länger her. Was kann... Welche nehmen wir denn? Wir probieren ein... Nehmen wir die ganz neue. 6 Runden, ja. Aber wenn den Sonnenaufgang. Und ganz tolles Wetter. Und noch sind wir auch im Herbst. Morgen ist dann schon wieder Winter. Deswegen wollte ich nochmal die Zeit quasi ausnutzen. So. Das müsste das jetzt sein. So, Kategorien, ich meine hier, der GT12, BAC, KTM und sowas. Hier auch ein weiteres DLC-Auto, der Camaro ZL1 1LE. Auch ein ziemlich fettes Teil. Viper, Shelby und sowas, Lotus und halt Porsche. Ich habe jetzt, glaube ich, die meiste Leistung von allen, aber das muss halt nichts heißen. Ich kann jetzt auch richtig auf die Fresse fliegen. Das kann auch passieren. Ich muss allerdings vorher noch mal ganz kurz gucken. Machen wir erstmal Experte. Ich habe gestern noch mal auf Experte gespielt. Für irgendeinen Erfolg oder so war das, glaube ich. Ich habe gestern noch ein paar Folge gemacht. Und sonst spiele ich ja auf einen Schlagball. Wir machen erstmal Experte. Platzierung ist ja eigentlich sowieso scheißegal. Ich glaube, es ist ein Lotus Elise. Mal voll erschätzt. Das machen wir nochmal. Okay, der Start war eigentlich ganz in Ordnung. Natürlich Wheelspin ohne Ende. Das ist aber irgendwie auch klar. Der Wagen hat ja, glaube ich, nicht mal eine Launch Control. Also ist dein... Ist dein Gefühl im rechten Fuß gefragt. Der Start einfach gut. Natürlich GT2. In den ganzen Open Wheeler. Auch natürlich große Konkurrenz. Genau, hier ist Bauchstern. So, GT2 ist mal abgezogen. Kann nix. Da wird der GT2 mich in den Kurven abziehen. Das ist glasklar. Das kann man, denke ich mal, nicht leugnen. Beschleunigung wahrscheinlich auch. Was muss ich denn da hören? Oh Gott. Motorbike Engine? Naja. Wäre jetzt nicht mein Fall gewesen. Oh ja. Die Kurve, die schaffe ich niemals. Ich meine, das Rennen gestern, glaube ich, 2-3 Mal gefahren. 2-3 Runden. Bei welchem Wagen eigentlich? Weiß ich gerade gar nicht. Und der Checkpoint, oder die Kurve, die ist fies gesetzt. Da muss man echt höllisch aufpassen. Gas geben.
Und ja. So, da ist noch ein E3 GT3. Leider mit Forza-Spoiler, warum auch immer. Bin der Macke einstellbar sein, aber es sieht halt grottig aus. Wenn wir noch lieber einen normalen GT3-Flügel haben. Naja, jedem das eine. Und ja, pro Flügel, ja. Och, mein verloren. Okay. Da rutscht ein wenig. Schon lieber noch ein bisschen früher hoch. Weil zu viel Leistung, zu viel Drehmoment. Man kann es auch sicherlich sehr gut driften, aber das wollen wir ja nicht. Sieht sicherlich auch schön aus, aber bringt uns leider nicht viel. Diese Runde nicht. Okay, er wird zu früh gebremst. Ich finde an sich, für die Leistung fällt er sich wirklich in Ordnung. Ich nicht mehr gedacht, nicht damit gerechnet, dass er sich trotzdem noch so gut fährt. Einmal kurz. Trink gleich nochmal einen Schluck. Ich glaube, meine Teetasse ist irgendwie nicht undicht. Egal. Ja, dass wir für den Speed schaffen. Das ist unglaublich. Die Sonne geht's. Man muss vorsichtig am Gas sein, das definitiv. Mit seinem Auto. Das ist halt immer noch fucking viel Leistung. Und die Kurvengeschwindigkeiten, die sind noch ziemlich gut. Dann geh doch, Fabian. Das ist im Innenraum. Wenn du da so ganz leicht den Kompressor Ladedruck, sagen wir da. Fast ein warmer Kompressor, also das ist viel. Das ist viel. Das wäre für Turbo nicht so viel, aber das einmal mit Kompressor, das ist schon. Boah. Wenn man so einen riesen Motor. Das ist schon echt viel. Die Baustelle finde ich kacke. Ich meine, schön, dass es im Herbst da ist, aber wieso ist die im Rennen da? Das ist nicht ein bisschen blöd. Oh, naja, egal. Will mein Spoiler wieder haben. Das sieht halt ohne den nicht so geil aus. Der muss halt hinten irgendwas rauf. Wenigstens das für den 16. Spoiler. Wenigstens der. Oder halt die riesen Z1 Tegel. Die natürlich am liebsten. Aber so ganz ohne finde ich das Heck nicht so schön. Das passt mir nicht so.
Ganz ruhig, Corvette. Ganz ruhig. Ich denke schon, wie meine Reifen ein wenig abbauen. Achso, stimmt ja gar nicht. Ist ja Schaden aus. Dumm. Der Kurvenspeed. Ja, diese Baustelle, ich finde, da blödest du im Rennen da ist. Und gerade muss ich natürlich hier eine Strecke machen. Das ist natürlich sowas von glasklar gewesen. Dachte mir also, dann ist es halt so. Kann man halt hier irgendwie durchfahren, wenn man es schafft. Das ist natürlich für die Rundzeit nicht gerade förderlich, wenn ich immer da in der Mitte durchfahren muss. Weil mich irgendwie durchzwängen muss. Aber na gut. Ich kann es erstmal nicht ändern. Trotzdem, ich finde da eigentlich ganz gute Strecke. Auch nicht zu viele krasse Kurven. Ich wollte es ja nicht übertreiben. Wie mit der Einstrecke in Edinburgh. Den ich ein bisschen übertrieben, aber naja. Man kann es gern treiben, aber nicht unbedingt übertreiben. Und die KI könnte auch ruhig stärker sein. Die können wir beim nächsten Rennen auf Profi stellen. Was dann allerdings auch erst in der nächsten Folge sein wird. Gerade der Bordstein, nicht gut. So, gleich in die letzte verbremst, in die letzte Runde wollte ich eigentlich sagen. Nach den letzten Stunden vom Herbst genießen. Rundenzeit auf den Arsch, das weiß ich. Fabian. Weniger labern, mehr fahren. Oder mehr denken. Ich dachte, das geht noch. Leider nicht. Schicken Arsch. Noch breiten Arsch. Und auf die Zielgerade. Die Rundenzeit, also die erste Hälfte der Runde war eigentlich ganz in Ordnung. Das fand ich relativ gut, aber die zweite Hälfte war nicht gut. Und für die beste Rundenzeit dürfte es aber gereicht haben, also für meine persönliche beste Rundenzeit. So, KMX-Bow 1.41.468 auf dem 11. Platz, sehr schön. Mit dem mit der Motorbike Engine. Schöne Rundenzeit. Nah dran auch der Lotus Elise. Ach doch, Lotus Elise GT1. Ja. Da geht noch viel mehr, weiß ich. Und ja, mein toller neuer Charakter. Ist ja nicht zauberhaft. Finde ich auch. Ja gut, Geld haben wir. Oh ja.
Apropos mit dem Geld. Stimmt. Jetzt weiß ich auch, was ich vergessen habe, was ich eigentlich machen wollte. Das machen wir in der nächsten Folge. Das ist aber schon mal echt für das Teil, fährt sich auch für die Leistung akzeptabel. Das muss ich sagen. Boah, und der Spoiler ist wieder da. Auch Dankeschön. Die Theke könnte sogar noch weiter nach vorne rutschen. Die ist halt, wenn man von der Seite guckt, die ist halt sehr weit hinten. Könnte noch ein Stück nach vorne, aber sonst von der Größe so, finde ich, kann man so machen. Würde ich so nehmen. Das ist ein Stehtisch quasi. Ja, machen wir aber Schluss für heute. Oh ja, Folge ist wieder lang genug. Wieder mal Überlänge. So ganz plötzlich kann ja mal passieren. Also so gefühlt 95% aller Folgen haben Überlänge. Dass es eigentlich schon fast normal wird, dass die Folgen so lang werden. Egal. Dann vielen, vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Wieder auch mit der wunderschönen Corvette. Also bis dann und tschüss.